Hallo zusammen. Ich habe zwei Freunde bei mir in der Werkstatt. Das ist Felix Immler. Dein Kanal heißt? Felix Immler. Das ist? Der Habu. Und dein Kanal heißt? Habu. Kannst wieder zumachen. Wir bauen heute eine Konstruktion, um ein Beil, eine Axt ballig zu schleifen. Dazu mehr in diesem Video. Es gibt drei Versionen, eine von Hassan, eine von Felix und eine von mir. Die Links von den beiden Jungs unter verlinkt. Guckt euch alle drei Videos an. Die Version, die für euch dann am besten passt, die baut ihr nach und dann habt ihr wunderschön ballig geschliffene Beile und Äxte zu Hause. Ganz einfache Versionen sind dabei, bis hochpräzis, bis obergenial. Mitkommen, los geht's. Ich habe hier verschiedene Beile und Äxte hingelegt. Das sind Relikte aus meiner Sammlung. Das sind Projekte auf meinem YouTube-Kanal. Das war mal ein Gabelschlüssel. Den habe ich umgeformt zu einem Tomahawk. Das Video, das kommt da oder da, könnt ihr gucken. Dann haben wir das Maurerbeil. Das ist so ein Multitool. Nägel rausziehen, reinschlagen und spalten. Die Version aus Deutschland von der Bundeswehr mit einem Geißfuß, um Nägel zu ziehen, zu klopfen. Die ganz große Waldaxt, Baumfellaxt, die ist von meinem Großvater. Und dann hier ein Projekt, das habe ich mit Felix gemacht. Dieses Ding, da haben wir drei Versionen gebaut. Ein Billig-Billig-Axt, Billigbeil. Dieses haben wir genommen, umgeformt. Was kann man da pimpen mit einfachen Mitteln? Und dann von Habu noch ein Feuerwehrbeil, das hat er mir mal geschenkt aus seiner Anfangszeit. Über den Stiel da ist er sich heute gar nicht mehr so sicher, ob der so sein darf. Um bei diesem Beil einen balligen Schliff hinzubekommen, also einen schönen balligen Schliff, benötigen wir zwei Schraubzwingen, eine kleine, eine größere. Ein Flacheisen, zwei Kabelbinder, eine Feile, eine flache, dann ein bisschen Beilegeholz und das war's dann. Praktisch ist es, wenn ihr einen Seitenschneider habt, einen Zirkel, einen Winkelmesser, einen manuellen, einen digitalen, der ist nicht unbedingt notwendig, aber sehr praktisch, und eine Schiebelehre. Diese Werkzeuge benötigen wir, um den Apparat zu bauen. Ein bisschen Theorie. Wir haben hier eine Schneide und wir nehmen hier vom Winkelgrad her, fahren wir von 30 Grad auf 20 Grad. Diese Form, die müssen wir abfahren mit der Feile. Von 30 auf 20. Das gibt eine Differenz von 10 Winkelgrad. Ich habe mir hier bei diesem Flachstahl ganz einfach im Schraubstock gebogen. 10 Grad, also von 180 auf 170 und habe jetzt diesen Knick. Wir spannen hier dieses Beil am Tischende ein, unterlegen das. Ich habe vorher mit der Schiebelehre hinten die Mitte gemessen und übertrage das. Dieses Maß geteilt in zwei, die Hälfte vorne, damit die Schneide hier, wenn ich es so hinlege und so hinlege, genau auf der gleichen Höhe ist. Und das machen wir ganz einfach mit einem Klötzchen, legen das drunter und dann wird das Beil mit einer Schraubzwinge auf den Tisch geklemmt. Am Ende noch etwas unterlegen, das passt besser. Und jetzt ist das ziemlich robust fixiert. Hier kommt ein Klotz hin. Und das habe ich einfach jetzt vorher schon ausprobiert. Dann kommt hier eine Schraubzwinge, eine größere. Und die Schraubzwinge, die wird hier in der Mitte von der Klinge, versuche ich diesen Schraubteil, die Spindel hinzubekommen. Ungefähr. Ich mache das von Auge, das reicht bei diesem Projekt komplett aus. Jetzt habe ich hier meinen geschweiften Bogen. Und jetzt brauche ich hier
nur noch eine Feile und kann dann den balligen Schliff hier schleifen. Die Feile, die habe ich mir hier drunter gemacht, und zwar ganz einfach mit Kabelbinder wird die hier fixiert. Ich habe mir hier jetzt den digitalen Winkelmesser hingeklemmt und man sieht hier, hier sind das 20 Winkelgrad, und wenn ich mit der Feile nach unten fahre, verändert sich der Winkel auf die 30 Grad. So, ungefähr 30. Das heißt also, wir haben bei jedem Zug mit der Feile, machen wir diesen Bogen und feilen eben hier an dem Anschlag von dem Gewinde, von der Spindel entlang und sind so immer im Zentrum von dieser Bewegung, die wir da brauchen, und fahren jedes Mal genau exakt diesen Winkel ab. Ich habe jetzt hier die Klinge schwarz eingefärbt, damit man den Unterschied besser sieht, was da schon weg ist und was nicht. Wir sehen jetzt hier ganz präzise, wie viel das wir hier weggenommen haben, von da nach da. Das Beil wird jetzt noch umgedreht und von der Rückseite symmetrisch auf das gleiche Maß gefeilt. Und dann kann man das noch mit einem feinen Schleifstein, kann man das noch sauber feilen. Und dann ist die Geschichte eigentlich schon erledigt. Das heißt, wenn ich hier eben eine große Scharte drin habe, ich habe mir das beim Arbeiten demoliert, kann ich hier wieder einen guten Basisschliff hinbekommen und kann dann vor Ort im Wald oder wo ich bin, einfach mit dem Schleifstein das Beil wieder schön gerade ziehen. So, jetzt wollen wir testen, ob das funktioniert. Zur Theorie vom balligen Schliff, da kann ich euch nicht abschließend genau erklären, warum ein balliger Schliff toll ist, aber ich habe eine Theorie, und zwar will ich mit der Energie, die hier auftrifft, das Holz so schnell wie möglich in zwei Spalten und nicht wie eine Messerklinge da reingleiten, weil sonst habe ich die Reibungsenergie und das will ich nicht. Deshalb eben der ballige Schliff, der das Holz spaltet. Jetzt probieren wir das mal aus. Wenn einer von euch da draußen wirklich ein Spezialist ist, was das Thema anbelangt, bitte melden und bitte, bitte, bitte die sehr cleveren Fragen, die wahrscheinlich jetzt kommen, beantworten. Ich bin einfach Anwender. Ich habe die Idee gehabt, bin inspiriert worden durch Felix für diese ganze Geschichte und habe mich ein bisschen überlegt, bin auf die Idee gekommen mit den zwei Schraubzwingen, zwei Kabelbinder, Flacheisen, dass das auch einfach gehen soll. Es hat super funktioniert und jetzt wollen wir gucken, ob das so ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen, gebt ein Abo oder lasst ein Abo da. Und Fragen eben unten hin. So, testen.